Oh, der bläht, da fällt noch bläht. Weil Witt, Koblenz, Winningen, Kochen, Mainz, Bonn, Köln, Hamburg, Paris, New York, Berlin, London, Tokio und wo sie sonst noch herkommen. Und die Weltstadt Gammeln bei Greifenheim in der schönen Eifel. Denn daher kommt der nächste Mann, im Jock und seine Kollege. Und der erzählt euch jetzt von aller Hand. Bitte Bühne einmarsch. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte Ihnen heute Abend eine kleine Geschichte vortragen, wo ich euch vor Augen führen möchte, welche Auswirkungen die Werbung auf uns Menschen nimmt. So, hallo nochmal, Gohn. Mein Name Karl Gohn. Meine Geschichte ist im Grunde genommen Chanel erzählt. Und ich hoffe, dass ich mich dabei nicht verhacke. Deswegen habe ich es auch niedergeschrieben. Aber jetzt mag ich fix erzählen. Ich war neulich eingeladen und wenn ich mich recht erinnere, war es kein Geburtstag, kein Namenstag, es war eine Zeremonie. Jakobs Krönung. Mit dabei Oma, Opa und Omo, Tante und Onkel und ich war sehr ferrero, dass ich pünktlich war. Da ich manchmal länger schlafe und dann verpenne. So eine Krönung ist teuer. Sowas leistet sich ein Armer nie. Armer nie. Die Feier fand da statt am Lego Maggiore. Wie findet ihr die Pointe bis jetzt? Gewannen sie da? Im Grunde ist es Milupa und schon ketten die Geschichte weiter. Wenn ich Duracell, was ich da erlebt habe, hat du da Lust drauf? Es war nicht im Januar, Februar, März, es war Pri. Ich machte etwas Musik und brachte meine Gitarre Seba mit. Und all die Lieder, die ich spielte, sind mittlerweile Top-Hits. Und obwohl es Jakobs Krönung war, gab es keinen Kaffee. Es tranken alle Tee. Im großen Saal traf ich das Model Amanda. Sie hatte einen hübschen Ring in die Ohr. Hey, was machst du im Saal, Amanda? Ich dachte mir, ihre Arme sind so dünne. Aber Models sind ja Ovomaltine. Auf dem Weg zum Buffet traf ich Melita, die mir voll gegen meine Palme lief. Oh, Entschuldigung. Hab ich dir weh getan? Ach, sag ich, minimal. Abgesehen davon, dass dein Stöckelschuh auf meinem großen Zeh war. Große Zeh war. Melita war ein hübsches Martell, aber vor allen Dingen hatte Melita Titten.
wenn ich so direkt bin. Aber falls du dich in mich verliebst, schenkst du mir dann einen Sohn? Was? Ich will keinen Sohn. Ja, aber wie wäre es denn dann mit 8 Söhnen? Wieso denn 8? Ei, wenn es doch viel schöner ist, wenn man zu 10 ist. Und eins weiß ich sicher. Am liebsten würde ich mit dir schon morgen in die Berge abhauen. Fährst du Gucci? Dann würde ich dich auf eine Alp dudeln. Wäre das auch in deinem Sinne? Hey, sagt sie, das gehört sich nicht. Milita, überleg dir's bitte. Okay. Du darfst. Gib mir nur etwas Zeit. Ja gut, aber wie viel? Nur ein bisschen. Aber ich warne dich. Ich habe am Bauchnabel ein Piercing. Ach, Lisa, das ist ja gar nichts. Ich habe am After Eight. Und außerdem streiche ich mir manchmal meinen Sackrot an. Sackrot an. Sie war wunderschön. Ihr Gesicht, ihre Haut, wie Leder. Und ich sagte ihr, dass für unsere Hochzeit die Ringe schon breit liegen. Aber sie meinte, ich müsste vorher noch eine Aufgabe lösen. Wie viel ist 8 mal 4? Okay, in Mathe, da Benetton nicht so gut und sagte 31. Okay, ein knoppers Ergebnis, aber sieh dieses Gelbe. Das machte mich sehr frohlich. Und so beritten wir am nächsten Tag mit meinem Hengsten Berg. Als auf einer Lichtung ein Rehbock stand, ich dachte mir, ich erlebe ihn. Da sagte Melita, stopp, du tust ja dem Reh weh. Und sie gab dem Tier einen Kakaotrunk. Ich dachte mir, wie Adidas geschafft. Wir waren noch nicht lange unter Tricks, als sich uns ein weißer Riese in den Weg stellte. Ich wusste, jetzt droht Akebat. Der Moncherie. Stopp! Ich hab die Pistole. Na und, sag ich. Ich hab in meiner Tasche 3. Nur der Mester Schweiz. Wohl wär's ein leichtes gewesen, den Ganoven mit der schlossenen Riegel zu bringen. Aber ich dachte mir, manchmal ist es besser, man löst so etwas durch Diplomatie. Ich schleiche dich in ein Iglu, Captain, aber pronto, sonst werde ich zornig und glaube mir, ich kenne Wut. Gleich schmeiß ich meinen Boomerang und wenn der dich trifft, na drehen sich die Sternchen. Dein Kopf tat ihn nie mehr. Eigentlich war an dieser Stelle ein lustiger Schluss geplant, aber mir ist leider keiner eingefallen und die waren bestimmt schon alle längst auf einem wirklichen, richtig guten Barilla. Habe ich mir gedacht, okay, dann ohne. Ich verneige mich. Hello, ahoi!